Hallo Leute, was mir heißt wieder hier und es ist mir wieder Zeit, ein extrem interessantes Ding vorzustellen und zwar von WeKnife, das TAC in Carbon aus Führung. So schaut das Ding einmal aus. Was haben wir hier? Schauen wir uns mal kurz die Daten an, für die Datenfanatiker unter euch. Wir haben ein Gewicht von 102 Gramm, eine Klingenlänge von 6,8 cm, die Klinge ist aus CPM D2 Stahl und wir haben auf der Showseite Carbon, marmorisierte Ausführung und wirklich schön poliert unter Anführungszeichen und auf der Framelock Seite Full Titan. Framelock hat wieder mal die Framelock Begrenzung drin mit dem Insert, also standardmäßig, und der Clip ist auch eher eine minimalistischere Ausführung, aber sehr flach, angenehm und passt sehr gut zum Design dazu, nach meiner Meinung. Haut gut hin. Wir haben Daumenpin oder Fingerpins auf der Klinge. Klinge, Hohlschliff hier, Flachschliff da, also das sogenannte American Tanto, kann man sagen. Und das Ganze macht für mich einen schönen runden Eindruck. Vom Action her muss man sagen, absolut perfekt wieder mal, aber das ist bei WeKnife sowieso, dass auch diese Keramikkugellager, was verbaut sind, sehr gut laufen. Detent perfekt eingestellt, eher stärker, aber im Prinzip perfekt für Mittelfingerflipping ist das Messer richtig gemacht. Beim Öffnen mit dem Daumenpin muss ich natürlich aufpassen beim Messen dieser Größe, dass ich nicht auf den Framelock drauf komme. Aber durchaus möglich, also wenn ich mich einfach hier beim Clip abstütze mit den Fingern, habe ich jetzt keine Beeinflussung des Framelocks und das Messer fetzt extrem auf. Langsam öffnen natürlich auch möglich, aber hier, wie gesagt, ich muss wirklich mit den Fingern hier ausweichen, um den Framelock nicht zu drücken. Darum, ich spiele mir am liebsten mit dem Mittelfinger, das gefällt mir. Mittelfinger-Akrobatik. Ja, Centering und so weiter, brauche ich glaube ich gar nicht erwähnen, dass das einfach bei WeKnife hinhaut. Eine der absoluten Top-Firmen im chinesischen Bereich, haut schon hin. Jo, was gibt es noch zu wissen über das Ding? Wir haben vom Finish her verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Satin-Finish oder wie in diesem Fall, sieht man das so her, so Black Hand Rubbed, also man sieht hier so Linien mit der Hand hineingebürstet, würde ich jetzt sagen, sind, was wirklich auch wieder vom Gesamteindruck sehr gut zusammenpasst. Auch hier fortgezogen auf dem Titan diese Linien, also designmäßig kann das schon was. Aber das ist eben eine Stärke von WeKnife, immer wieder talentierte Designer herzunehmen. Dann bauen sie mal ein paar Messer von dem und das haut dann meistens sehr gut hin von der Qualität her sowieso. Der Designer in diesem Fall ist der Matthew Christensen. Ja, der kann was, würde ich jetzt mal sagen. Hier handelt es sich natürlich um ein absolutes Kompakt-EDC, also von der Größe her, Handschuhgröße 12, passt aber hier sogar mit allen vier Fingern drauf und ist von der Ergonomie her, aber keine Werbung für WeKnife, aber es ist einfach so, die schauen wirklich drauf, dass auch die Ergonomie passt zum Design dazu. Also hast du fest in der Hand, da kann richtig zugreifen und trotzdem tut nichts weh, keine Hotspots, auch der Clip nicht. Action, angenehm, also er fällt jetzt nicht runter die Klinge, sondern nur durch leichte Bewegung schließt es sich, genauso wie es sein soll eigentlich. Lockface, kann man sich hier anschauen, wenn man dort mit Licht reinkommt. Passt perfekt auf jeden Fall, ist auch ein bisschen poliert. Cooles Ding, muss ich da wirklich sagen, so ein richtiges Fidget Toy.
beim Computerspielen oder was. Und aber trotzdem natürlich, trotz des Designs, sehr gut anwendbar im EDC-Bereich. Sau scharf dieses American Hunter, weil es sehr weit hochgezogen ist, der Flachschliff und der Hohlschliff sowieso extrem vom Slicing-Faktor her. Also da kannst du dich sogar mit der Spitze rasieren. Vom Vergleich her habe ich im Prinzip meine zwei Lieblings-Kompakt-EDCs hergenommen. Hier der Praetorian T, eigentlich gleiche Größe, nur natürlich massiver von der Dicke her. Und Birch Blade passt auch sehr gut vom Vergleich, weil es auch Daumenpins hat, dieses Messer. Und hier ein bisschen, na, nicht einmal, eigentlich gleich breit sogar, gleich dick. Klingen dicke, falls ich noch nicht gesagt habe, sind 4 mm, obwohl es schlanker ausschaut, aber die breiteste Stelle sind 4 mm hier. Ja, es würde von diesem TAC auch den XL zum Beispiel geben. Wer jetzt sagt, die 6,8 cm sind mir zu klein. Der TAC XL zum Beispiel gibt es auch in Shredded Carbon Fiber eben in dieser Ausführung. Auch mit CPM20CV wäre dann halt größer mit 8,5 cm Klingenlänge. Also da habe ich dann im Prinzip eine normale DC-Größe. Ja, wirklich cooles Spielzeug, gefällt mir. Aber nicht nur Spielzeug natürlich, sondern auch eben, dass ich sage, ich brauche ein Messer für Schnittaufgaben, durchaus einsetzbar. Schachtel ist er dabei, schätze ich mal, aber da habe ich jetzt keine. Ich habe den Pouch. Also die Schachtelfanatiker unter euch müssen heute leer ausgehen. Pouch und dann eben so Mikrofasertücherl dabei. Kann man eh mal brauchen. Wenn man scharfe Messer hat, schneidet man ja solche manchmal kaputt. Pouch von Winef eben sehr oft, dass gegenteilig die Taschen angebracht sind, was extrem lässig ist übrigens. Denn wenn ich Messer sehe, wenn ich wieder mal verreist bin, meistens dienstlich, und ich sage, ich will mir ja für jeden Tag vielleicht ein bisschen ein anderes Messer mitnehmen, anwendungsgebietsabhängig, dass ich eben die Möglichkeit habe, so die Messer zu transportieren und so, in dem Fall geht es gar nicht aus so richtig, meistens geht es sich dann aus mit dem Clip, dass ich hier nicht zusammenstoße. Gut, also Winef Tuck, entweder das normale, kleine, lustige oder das große. Wenn auch das Design gefällt, natürlich vorausgesetzt durchaus empfehlenswert in der Qualität. Passt, dann war es jetzt wieder mal. Spontanes Video, wenn man gedacht, zeige ich das Ding mal her. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Design muss jeder selber wissen, ob es ihm gefällt. Mir gefällt es, weil es auch funktional ist. Dann sage ich euch dann, was war's mal wieder. Genug gelangweilt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.